Hallo liebe Spielenden, hier ist wieder Gary Metatron, diesmal mit einem Stream zu Fortnite. Ich weiß gar nicht, ob man mich gut versteht wegen der lauten Musik. Ich muss selber so ein bisschen mal rumtesten im Moment noch. Aber es gibt jetzt Autos bei Fortnite und die wollte ich euch heute natürlich mal zeigen. Ja, ich mache das Ganze mal hier ein bisschen leiserer, damit ihr mich besser versteht. So. Normalerweise müsste er mich gut verstehen. Mir ist immer noch zu laut. So, geht's jetzt besser? Ja, jetzt kann man mich gut verstehen, glaube ich. Super, wir sind also heute bei Fortnite hier mal unterwegs. Ich bin ja im Moment auf Level 74, ihr seht's hier. Spiele nicht ganz so oft Fortnite, bin also richtig, richtig schlecht, kann man so sagen. Aber was ich gemacht habe, ist hier zum Beispiel die letzten Tage lang mich im Anwärter Cup hochgearbeitet, also in der Anwärter Liga. Und dafür muss man ja die offene Liga spielen und dann kriegt man immer Punkte, wenn man unter die Top 25 kommt oder Eliminierung macht. Und das wird immer schwer, ne? Dann Division 2, 3, 4, dann muss man schon Busfahrerpreis bezahlen. Und jetzt bin ich hier mittlerweile in der Anwärter Liga Division 5, muss jetzt schon 20 Busfahrerpreis bezahlen. Und ja, also ein Kill muss sein, wenn man da ins Spiel geht. Oder man muss Top 25 kriegen, damit man positiv rauskommt bei den Punkten. So, ihr seht, ich bin ganz knapp in der Anwärterliga, aber das Interessante ist halt, im Moment ist der Anwärter Cup live. Ja, jetzt ist es also richtig heiß. Wir können theoretisch sogar mal Geld verdienen. Ja, hier gibt es so einen Anwärter Cup, aber das Problem ist leider im Trio. Ja. Also muss ich hier zu dritt spielen. Ich habe leider keine drei Mitspieler, die im Anwärter Cup sind. Mein bester Kumpel oder eh gesagt mein Neffe ist zwar auch im Anwärter Cup, aber das war's dann schon. Dann ist man halt zu zweit. Es fehlt der dritte Mitspieler. Wie schade ist das denn? Ne, weil es gibt ja jetzt hier immer so Wettkämpfe. Und hier beim Anwärter Cup seht ihr das. Trio Cup mit Geldpreisen. Ja, das ist dann ein Spiel, das man machen kann, und man kann da sogar $900, $600 und so weiter verdienen. Leider ist es das jetzt nicht, kann ich jetzt nicht mitmachen. Ne? Es steht nur Spielern der Anwärterliga offen, man muss also auch so weit kommen und dann nur eine einzige Runde und so viele Punkte machen, wie es geht. Leider fehlt mir die dritte Person. So, bedeutet, geht leider nicht. Hätten sie auch vorher schon mal reinschreiben können, dass es hier ein Trio ist, statt ein ja, Solo-Kampf. Und dann gibt es hier noch das Baukampf-Testturnier. Das ist einfach nur ein Turnier. Ja, da gibt es nicht so viele Informationen. Da gibt es eine Bestenliste dann. Und da kann man halt ein bisschen irgendwie bauen und so weiter. Aber das ist jetzt nicht so interessant für mich. Ich wollte euch heute die Autos zeigen. Ihr seht, ich bin 74. Also mit Battle Pass bin ich noch nicht komplett durch. Ich spiele also ganz gechillt. 3-4 Mal die Woche. Und dann immer nur 1-2-3 Ründchen. Von daher, ja, bin ich noch nicht so weit, aber ich habe ja noch bis zum 27. August Zeit, wenn das nicht noch verschoben wird. Ja, also ein paar Level brauche ich noch, bis ich dann hier alles habe. Aber das kriege ich schon hin. Also hier am Ende, ihn hier möchte ich schon haben und natürlich auch hier die ewige Ritterin. Also mal schauen. Ja, ganz kurz noch mal ein Spind, damit ihr mal kurz gesehen habt, was ich alles für Skins habe. Das zeige ich euch mal hier so. Also hier auf meinen John Wick bin ich besonders stolz. Der sieht so cool aus und die Filme sind so cool, den muss ich unbedingt haben. Ja, und dann habe ich auch noch ein bisschen Star Wars Krimskrams, Aquaman ist natürlich alles dabei hier. Das hier habe ich von dem Spiel, was man kaufen sollte, da bei Epic, nicht kaufen, sondern kaufen konnte bei Epic. Hier Ninja habe ich natürlich auch, der hat so eine schöne Musik gehabt, die brauchte ich unbedingt. Und ja, ein paar Skins habe ich mir also geholt, gegönnt sozusagen. Sind schon ein paar viele, auch von der PlayStation. Ja, und gut, natürlich ganz viele Rucksack-Dinger. Ja, ich switch einfach mal durch, damit ihr mal gesehen habt, ich spiele schon relativ lang, was heißt relativ lang, seit Saison 7 eigentlich erst, aber habe mir trotzdem immer mal so zwischendurch was gegönnt, auch ein paar Gleiter. Ja, das meiste sind natürlich immer Skins, die man sich holt, weil man kann ja so nicht immer alles benutzen. Ja, und natürlich immer hier dann auch die epischen Gleiter und Tänze. Ich bin ein Tanzfan, ne? Also ich liebe diese ganzen Tänze und diese Emotes. Ja,
Ja, da muss ich also alles haben, was da ist. So, aber jetzt gehen wir dann auch mal leider nicht in den Anwärter Cup. Wir gehen mal in die normale Arena. Mal gucken, ob ich noch ein bisschen höher komme im Cup. Und wir schauen uns mal an, wie die Autos so fahren. Eine Runde Auto fahren, eine Runde meine Fortnite-Geschichte, habt ihr jetzt gesehen. Also, ich bin schon in Fortnite relativ aktiv. Dadurch, dass ich halt jede Woche ein bisschen spiele. Auch hier nochmal mein Profil, damit ihr das auch mal gesehen habt. Ah, das ging jetzt relativ schnell vorbei. Aber das können wir uns ja nachher nochmal kurz angucken. Ist auch nur eine ganz kurze Runde Livestream jetzt. Also ich bleibe jetzt nicht so lange live. Ich reg mich jetzt am meisten bestimmt wieder auf, wenn ich jetzt sofort wieder in der Anwärterliga sterbe. Ich bin also ein Verstecker, ja. Also so ein bisschen Assassine-mäßig versuche ich zu spielen. Ja, weil unter die Top 25 würde ich schon gern kommen. Ich kann irgendwie nicht zielen. Ich habe schon alles schneller eingestellt. Ich müsste viel mehr Kreativmodus üben, testen, andere Spieler zu treffen, aber irgendwie bin ich da nicht für gemacht. Also bei Call of Duty oder Warfare und so, da komme ich unter die ersten drei oft in diese Playlist, aber hier bei Fortnite habe ich so meine Probleme, die Leute zu treffen. Klar, jetzt treffe ich sie, aber im Live-Spiel, also nachher auf der Insel, da hüpfen die mir immer weg, da gehen die mir immer aus dem Weg, ich verstehe es auch nicht. Ich krieg's nicht auf die Reihe da. Aber mal gucken, vielleicht schaffen wir ja heute die ein oder andere Eliminierung. Ich möchte auf jeden Fall bei mehr als 1557 Punkten rauskommen. Unten seht ihr das. Jetzt geht es also darum, lange zu überleben. Unter die Top 25 zu kommen. Und das mache ich am liebsten in meiner Lieblingsstadt. Ich darf es eigentlich gar nicht sagen, weil dann wissen natürlich alle immer, wo ich bin. In Retail Row. Und da habe ich mein kleines Räumchen, da liebe ich. Meinen kleinen Raum, wo ich mich immer verstecke. So beim Runtergehen kann man schon mal so ein bisschen sehen, wie viele sich dort dann auch aufhalten werden. Das, was ich jetzt mache, ist natürlich total schädlich. Ja? Ich gehe viel zu schnell runter, das heißt, ich bin schon unten und die anderen auch und dann gibt es Ärger. Ich bleibe immer lange oben in der Luft, weil dann weiß man schon, wo der Regen hingeht, also der Sturm hingeht und dann sind auch schon die ersten Killer unten erledigt. Ich lande da meistens hier. Manchmal hat man hier auch Glück und kriegt sofort eine Waffe. Und dann hier oben landet halt keiner, ne? Hier auf diesem Ding. Und dann kommt man halt so schnell nach Retail Row runter. Manchmal lande ich da hinten auch auf dem Wasserturm. So. Da sind wir auch schon. Da haben wir auch schon eine schöne Maschinenpistole. Die kann ja auch gut Damage machen. Gerade so als Anfangswaffe schießt die halt schnell und viel. Und jetzt gucken wir mal, dass wir hier so ein bisschen gechillt durch die Gegend kommen. Und ein bisschen was überleben. Dass hier nur Munition liegt, ist schon irgendwie verdächtig. Aber ja, wie es aussieht, können wir hier. So, und ihr wisst Bescheid. Es geht darum, Platz 25 zu werden. 77 habe ich schon erreicht. Aber bis jetzt nichts Gutes an Waffen. Ja, also ist ein bisschen doof, was ich bis jetzt habe. Oh, alter Schwede, nur grauen Kram. Und da hören wir auch schon andere Spieler. Ah, jetzt ja. Langsam wird's. Ich könnte einen kleinen Schildtrank mal gebrauchen. Na, super. Ich muss EP machen, ne? Also darum immer Truhen durchsuchen, also diese Munitionstruhen, das bringt ja immer alles EP. Einfach nur rein zur Verwirrung. Ups, das war zu schnell. Immer ein bisschen Türen zumachen und so, dann weiß nicht unbedingt jeder, dass man hier war. So, und das ist mein Lieblingsräumchen hier. Hier bin ich gerne. Hier fühle ich mich wohl.
Hier kriege ich zum Glück auch Schild. Und jetzt schauen wir mal, ob wir bis Level bis 25 hier aushalten. Jetzt wird gecampt, ne? Das ist also im Arena-Modus schon ziemlich gut, wenn man campen kann. Nee, ist klar. Ich habe diesen blauen Stiel. Erstens finde ich den super cool und zweitens im Wasser ist er top. Es ist halt jetzt nicht mehr so viel Wasser im Spiel, leider. Aber wenn man hier bei Coral Coast landet und hier ein bisschen rumschwimmt und dann durch die Flüsse und so, dann sieht man nicht ganz so auffällig aus. Klar, es gibt auch grünen Soldaten, den kann man nehmen, für irgendwie in den Busch zu sitzen oder sowas. Aber ich mag das so. Ja, und bauen kann ich gar nicht. Ja, also ihr wisst schon, ihr hört schon, ich bin hier mehr so der, der gechillt in der Gegend rumsitzt. Bauen kann ich nicht. Was kann ich noch nicht? Treffen kann ich nicht. Genau, viel mehr braucht man ja nicht, ne? Also von daher, ich spiele das wirklich aus Spaß. Wenn ich unter die Top 3 will, dann muss ich halt Modern Warfare spielen. Dann bratze ich halt wie verrückt mit meinem AK oder irgendwie sowas rum. Aber hier bei dem Spiel, irgendwie hüpfen die zu viel, die bauen zu viel, die Gegner sind halt irgendwie ganz anders am Spielen als bei Modern Warfare oder so. Ich liebe da halt den Free-for-All-Modus. Da kann man halt einfach alles abschießen, was einem in die Quere kommt. Und da baut sich nicht einer schnell zu oder so ein Kram. Das ist hier bei Fortnite immer so das, was mich so ein bisschen nervt. Aber ja, noch 9 müssen sterben. 9 müssten noch aus dem Spiel fliegen. Und dann sieht's gut aus. Dann haben wir auf jeden Fall Plus gemacht hier in der Runde. Ich habe das Spiel jetzt leise gestellt, damit ihr mich besser versteht beim Reden. Ist natürlich dann auch so eine Frage, ob es nicht zu leise ist. Ob ich überhaupt die Gegner höre, wenn sie vorbeikommen. Also im Moment gibt es nur eine kurze Runde Fortnite. Wenn ihr danach noch Lust habt und sagt, spiel noch eine Runde, mache ich das gerne. Aber im Moment sehe ich eher, dass ich jetzt gleich auch noch Fall Guys mit euch spielen werde. Ja, was ist das jetzt schon wieder? Noch ein anderes lustiges Spiel. Ich weiß nicht, ob ihr das auch lustig finden werdet. Es gibt seit gestern im PS Plus ein lustiges Spiel. Da muss man halt wie bei Takeshis Castle oder Wipeout so mit auch so Battle Royale mäßig wie hier mit vielen Spielern bis zum Ziel kommen. Heißt, wenn man schlecht spielt, hat man ein Problem. So, und das zeige ich euch gleich noch nach dieser Runde. So, okay. Jetzt kommt aber der Sturm. Jetzt müssen wir uns langsam bewegen. Ist das das, was ich mitnehmen sollte? Soll ich lieber die MP mitnehmen? Komm, wir müssen los. Keine Zeit mehr. Es sind noch 5, die sterben müssten. Uiuiuiui. Mal gucken, ob das gut geht. Kriegt der Garion hier noch die 60 High-Punkte? Eine gute Frage. Ich gehe auch immer ein bisschen im Sturm. Ja, auch kein Problem, weil ich habe ja 2 Heal Packs dabei. So, und los geht's. Noch 2 müssen sterben. Das kriegen wir hin. Ich glaube, den Hype nehmen wir mit. Die 60 Punkte Hype. Dann kommen wir in der Anwärterliga wieder ein bisschen höher. Also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass ich während der 2 Heal Packs, Medi Packs jetzt keine 2 Kills mehr habe. Also, dass hier nicht noch 2 sterben werden in der Zeit. Ein bisschen eng? Nee, wird nicht eng. Schaffen wir. Locker flockig. Wenn ich noch irgendeinen Spieler von hinten jetzt doch noch durch den Sturm kommt, das gibt's auch oft in dem Modus. Sind manche noch länger im Sturm als ich.
So, jetzt muss ich aber dann auch. Bei 35 sollte man so langsam das Pack nehmen. So, und weiter geht's. Da sind wir doch wieder fit. Ich mag das gar nicht, wenn ich bei The Authority vorbei muss. So, noch ein. Einer muss noch ausscheiden. Kommt. Super, und da haben wir 60 Hype bekommen. Heißt, wir sind 40 Punkte weiter in der Anwärterliga. So, wenn ich jetzt noch zwei Freunde hätte, die auch in der Anwärterliga wären, könnte ich bis 22 Uhr noch an dem Cup teilnehmen. Könnten wir als Trio mal gucken, was wir so hinkriegen. Also mein Neffe spielt wie ein Irrer, der schafft das super, aber der Dritte fehlt halt. Und mein Neffe hat schon 18 Kills in einer Runde gemacht und so, also der spielt wirklich extremst gut, finde ich jedenfalls. Na gut, wenn einer extrem schlecht spielt, ist es auch kein Problem, extremst gut zu spielen. Ich muss mal gucken, wir können nicht sofort hier weggelasert werden. Da ist nämlich schon irgendwo einer da hinten. Oh, da liegt eine blaue Waffe. Der Baum ist jetzt nicht wirklich ein Schutz in die Richtung. Ach komm. Let's go, Action. Hoffentlich sitzt da jetzt keiner drin hier. Sieht nicht so aus. Okay. Wunderbar. Dann hat das auch schon mal gut geklappt. Jetzt müssen nur noch 8 ausscheiden. Dann gibt es die nächsten High-Punkte. Ich muss mich korrigieren. 7. Oh, es läuft. Läuft. Kriegen wir hin. Ich weiß auch gar nicht, ob ich das Spiel hier umstellen kann bei Stream. Ne, steht auch Fortnite drin. Kategorie Fortnite. Scheint also alles zu passen. Und gleich steht Fall Guy drin. Oder Fall Guys, oder? Keine Ahnung, wie es genau heißt. Okay. Der Sturm kommt wieder. Nächste Runde. Noch 4 müssen raus. Na, Steine haben wir schon genug. Noch 2 müssen raus. So, wenn ich jetzt wieder auf Platz 16, da bin ich mal gestorben, wenn ich jetzt auf Platz 16 sterbe, kriege ich die Krise. Möchte ich jetzt eigentlich nicht so gerne. So, 16 ist da. Ich darf nicht der nächste Tote sein. Ich bleibe einfach im Busch. Mir egal, lasst den Sturm mich schnappen. Ich habe ja noch gutes Medipack da. Komm, die nächsten 30 Heilpunkte sind auch noch meine. Ja, bei Fortnite geht es darum, lange im Spiel zu bleiben. Oder halt viele Kills zu machen, was ich halt leider nicht schaffe. Ah, da ist bestimmt einer drin. So, da haben wir die 30 Halbpunkte. Jetzt können wir ein bisschen lockerer an die ganze Sache rangehen. Jetzt wird es dann doch nicht mehr ganz gefährlich sein, weil wenn wir jetzt Punkte für... Oh nee, genau da kommen Marodeure runter. Das ist richtig ätzend, die Teile. Die Nerven, die Marodeure, finde ich jedenfalls. So, da unten ist auch was gebacken. Da hinten. Mhm. Okay, dann erstmal wieder auf 100 Leben gehen. Ja, da
dann machen wir uns einfach mal auf den Weg. Ne? Also, man kann ja nie wissen, wo aus welcher Ecke jetzt irgendeiner schießt. Vielleicht ist da oben einer drin. Aber wir gucken mal, ob bei dem Loot da irgendwas Interessantes dabei ist. Wenn man 90 Punkte im Spiel gemacht hat, bin ich ja eigentlich schon zufrieden. Da können sie mich ruhig abballern. Ich hätte natürlich lieber den epischen Sieg, aber man muss dafür einfach zu gut schießen. So, was haben wir hier? Ich nehme das mal mit. So, hier ist eine Aufwärtsstation. Das wäre geil, ne? Dann hätte ich alles auf Lila. Aber leider keine Aufwärtsstation weit und breit zu sehen. Da oben, da sitzen sie. Wo ist die Aufwärtsstation? Die ist doch bei Authority drin, ne? Das ist schlecht im Keller, die. Ah, das wird nix. Soll ich das riskieren? Nee, eigentlich nicht. Hier waren eben auch schon Marodeure. Mal schon wieder einen erledigt. So Buschcamper, weißt du? So, das würde ich ja nie machen. So, dann bleiben wir mal ein bisschen was hier. Tun wir mal ein bisschen uns hier ins Gebüsch verziehen. Aber campen tun wir nicht. Wir ziehen jetzt kein Zelt hier auf und sowas alles, ne? Also Buschcampen tun wir nicht. Wir bleiben hier nur was sitzen. So, da war doch klar, dass hier einer drin ist in diesem riesen Busch. Ja, da hilft dann immer eine gute Schrotflinte zu haben. Das tut schön weh. So, und jetzt eine Aufwärtsstation. Das wäre was Nettes. Leute, ich habe nur grüne Schaden, ne? Ups. Okay. Gucken, ob ich mit grün irgendwas erreiche. Ich komme ja auch nicht in diese blöde Authority rein, ohne das Seil. Ohne die Seilbahn. Ich habe ja auch kein Sprungpad. Obwohl, ich könnte ja mal was bauen. Ja, ich kann ja doch bauen ein bisschen. Ihr seht schon, dann fängt der doofe Garion an, kleine Häuschen zu bauen. Anstatt was Vernünftiges. Ja, wer ist denn hier drin? Wen haben denn hier? So, hier ist doch die Aufwärtsstation drin, oder nicht? Ich probiere es mal. Denn da schön ist im Tresor. Kriege ich jetzt mal ein blaues Item? Ah, jetzt kommt die interessanten Sachen. So. Na. Okay. Gut. Ja, besser als nichts. Oh, oh. Ich muss mich beeilen. Komm. Zack, zack. Na, kriegen wir die Top 10 hin? Kommt der denn jetzt auf einmal her mit seiner scheiß aufladbaren Schrotflinte? Das nervt mich ja so sehr. Ich habe den nicht gehört. Naja gut, Platz 8. Besser als nix. Haben Punkte plus gemacht. Und so kämpfe ich mich jetzt weiter durch die Anwärterliga. Ich finde das auf jeden Fall jetzt viel interessanter als der normale Solo-Modus, muss ich ehrlich sagen. Weil im normalen Solo-Modus kämpft man ja eigentlich für nix. Alles, was man
in der Anwärterliga machen kann, kann man auch im Solo-Modus spielen. Nur hier sind die Spiele halt ein bisschen schwerer. Ich habe kein einziges Auto gesehen. Habt das mitgekriegt? Kein einziges Auto. So. Also, dann noch eine kurze Runde. Ein Auto will ich doch mal fahren. Schauen wir mal, ob wir ein Auto finden jetzt. Es sind nämlich jetzt wirklich Autos im Spiel. Also auch dieser Truck da, ja, den ihr da seht. Wir landen einfach jetzt mal ganz offensiv in der Fabrik. In der Slurpee-Fabrik. Und sehen dann ja, da müsste ja eigentlich so ein LKW rumstehen. Da ist ja auch eine Straße und sowas. Also in Retail Row ist mir irgendwie gar kein Auto aufgefallen, wo ich gerade gelandet bin. Faszinierend. War da kein Auto? Naja, also im Endeffekt fährt man halt dann mit dem Auto durch die Gegend, so wie mit dem Motorboot oder halt wie früher mit den Buggys. Ja, es ist ja nicht so, als wäre das noch nie im Spiel gewesen, sich schnell fortzubewegen. Es waren ja auch schon die Kugeln da, sogar mit dem Greifhaken dran. Hubschrauber, Flugzeuge waren schon im Spiel. Also so besonders ist das ja eigentlich gar nicht. Also so einzigartig oder neuartig. Es sind halt mal ein paar andere Autos. Mal gucken, ob die sich ein bisschen anders fahren als früher, aber... Ich finde, das ist jetzt alles nicht so die Welt. Das ist jetzt nicht die Neuerfindung von Fortnite. Weil, ja, man hatte früher schon Buggys, wo hinten einer drauf saß. Wir hatten Golfkarren. Wir hatten sogar schon die Roboter, wo man drin saß. Also ich versuche jetzt nochmal ein paar Punkte hier ins Slurpy Swamp zu machen. Wenigstens ein Kill, damit man die 20, die ich gerade beim Busfahrer gelassen habe, wieder bekomme. So, dahin. Und da müsste doch auch ein Auto rumstehen, oder? Was meint ihr? Ich möchte schon gerne eine Runde cruisen. Die Frage ist... Okay. Keine Möglichkeit, mal schnell zur Schweiz rüber und dann nach Italien rein. Schön an the beach. Da müssten wir dann da hinten hin, ne? Obwohl wir fahren eigentlich... Wir fahren einfach mal in Urlaub, wenn wir ein Auto finden. Fahren wir mal Richtung Urlaub an den Strand. Dafür müssen wir nur eins finden. Ich sehe keins. Doch, nee, das ist ein Boot. Das ist der Bus. Da. Der Truck. Blau. Ein blauen Truck. Jawohl. Wenn wir es überleben, nehme ich den mit. Aber ist da was drin? Nee. Okay. Oh ja. Blauer Truck. Brauchen wir einen Schlüssel? Können wir mitfahren? Nein, können wir nicht mitfahren. Schon schlecht. Schon schlecht. Wie kann man denn da einsteigen? Ich glaube, ich habe einen Schlüssel verpasst. Also, die Trucks waren nicht zum Fahren geeignet. Vielleicht, weil sie einen Unfall gebaut haben. Aber man kann doch jetzt fahren. Jetzt erstmal noch mal kurz eine Waffe. Hoffe so lange auf keinen gegnerischen. Ja, Alter, das gibt's doch nicht. Ja, super. Und am Ende kommt man wieder mit einer grünen Pistole raus. Wo man hier die ganze Zeit schon rumrennt. Aha. Ja, jetzt wird's doch langsam. Ich bräuchte ihn eigentlich nicht zu trinken. Ich bin in der Schildfabrik, aber komm. So, wie sieht's aus? Fährst du denn noch? Wie kommt man da rein? Also der fährt auch nicht. Ich habe aber schon einen LKW fahren sehen. Oder ich bin zu blöd. Wisst ihr, wie das geht? Vielleicht muss ich eine Autobatterie finden, einen Motorblock und... Ne, das war andere Spiele. Ne? Ja, das ist doch wunderschön. Wir haben hier grüne Auswahl. Prozent Schild sind da. Super. Aber jetzt. Welche Karre kann man fahren? Vielleicht den LKW da? Vielleicht da auf der Brücke die Karre? Also ich habe bei Weeping Woods eben im normalen Spiel schon einen gesehen. Die kann man ja auch kaputt machen. Aber ach, da.
Nee, jetzt habe ich die Reifen gemacht. Okay, ich hätte vielleicht. Wie heißt das? Die Feststellfunktion lockern müssen? Keine Ahnung. So, dann nehmen wir jetzt noch einen Schildtrank mit. Und jetzt haben wir doch langsam wieder sinnvolle Waffen. Die haben alle so eine Wegfahrsperre dran. Aber ihr seht schon, die sind benutzbar, wenn man eins ohne Wegfahrsperre findet. Hm. Faszinierend. Oder sind die jetzt nur im Anwärtermodus mit Wegfahrsperre und im normalen Modus nicht? Kann natürlich auch noch sein, ne? Dass es jetzt an dem Modus hier liegt. Ich hab da wirklich im Moment nicht wirklich den Durchblick. Ich weiß nur, noch 12 müssen erledigt werden. Tja, nehme ich eine Schrotflinte mit? Ich glaube schon, ne? Auch wenn sie nur grün ist. Ein Auto haben. Jetzt haben wir schon zwei Autos gefunden. Nur leider. Alle mit Wegfahrsperre. Der scheint. Doch, der hat auch vorne an den Reifen eine Wegfahrsperre. Ja, das gibt's doch nicht. So eine Parkkralle oder wie man es auch immer nennen mag. Das ist ja schon meine. Liebere Schrotflinte. Noch 9 Stück. Dann gibt es wieder die ersten Highpunkte. Dann sind wir wieder mit Pluszahlen hier raus aus dem Modus. Und ich bin mal jetzt mal wieder genau so, wie ich eben gesagt habe, vorsichtig und möchte die 60 Halbpunkte mitnehmen. Müssen also leider noch 7 Leute abwarten. Nein, nur noch 5. Dann gehen wir wieder ein bisschen offensiver hier durch die Gegend. Aber die 5 möchte ich jetzt schon noch warten. Gucken ein bisschen aus dem Fenster, ob da irgendwas kommt. Jetzt nichts zu sehen. Aha, noch 3. Gleich gibt's Hype. Dann geht's bald in Division 6. Schade, dass der Anwärter Cup nicht funktioniert. Die müssten den Anwärter Cup solo machen, dann hätte ich wenigstens mal eine Möglichkeit zu spielen. Ich könnte natürlich jetzt auch mal meinen zweiten Neffen fragen, ob der schon Anwärter ist. Anwärter bei. Dafür gibt es ja WhatsApp, ne? Man muss ein Trio machen. So. Aber ich glaube, der eine spielt zu selten, der kriegt da nicht auf die Reihe mit. Okay, noch 2 Stück. Komm, jetzt aber. Geht drauf. Ich will die Highpunkte mitnehmen. Noch einer. Ja, da haben wir den Hype. Und? Bleiben wir noch ein bisschen? Nee, also mein anderer Neffe hat's doch nicht. Schade. Tja, da habe ich einen Neffen zu wenig für den Anwärter Cup.
Ich muss noch ein paar Neffen kriegen. Mein Bruder muss sich noch ein bisschen anstrengen. So, weiter geht's. Da kommt auch schon der Sturm. Na gut, abgepasst, oder? Das war doch jetzt hier haarscharf. Uiuiui, ich muss mich beeilen. Nein, oh, nee, er ist schneller. Das gibt's ja nicht. Mann, Mann, Mann. So. Und. Was jetzt? Noch 20. Jetzt brauchen wir noch 5, die wegfallen. Ups, sorry. Ich habe an die falsche geschrieben. Das ist natürlich blöd, wenn man gerade. Lol, falscher Chat. Schreibe ich jetzt mal gerade hier bei Twitch rein. So, man sollte auf jeden Fall beim Zocken nicht zu viel chatten. Hat Twitch in der Eifel? Hat Switch in der Eifel? Oh, da kommt einer. Blöder Killer. Ich denke echt, er könnte mich wegbläsen. Nein! Er hat mich echt. Ich habe ihm aber schön. Guck, er hat nur noch 72 Leben gehabt. Ja, schade. Jetzt habe ich mich so viel vom Chat ablenken lassen. Und ich habe gehört. Ich habe ihn gehört, obwohl ich so leise gemacht habe. Platz 19. Leider 4 Plätze zu wenig und schon wieder kein Auto gefahren. Wir nehmen jetzt den ganz normalen Modus, damit wir noch ein Auto sehen, weil das ist ja echt doof. Also in der Anwärterliga haben sie alle eine Parkkralle dran. Ich denke mir mal, in der normalen werden sie hoffentlich fahrbar sein. Also ich habe eben einen fahren sehen. Also der hat keinen fahren lassen, sondern der ist selbst gefahren. Ihr wisst schon. Ja, das war jetzt ein schwieriger Wortwitz für so manchen, oder? Haha. Okay, nehmen wir mal keine Arena. Was sind eigentlich Radiosender? Da unten steht, aufgrund eines Problems wurden die Radiosender vorübergehend deaktiviert. Keine Sorge, sie werden bald wieder verfügbar sein. Was meinen die mit Radiosender? Wisst ihr das? Ich verstehe es nicht. Ich glaube. Im Auto meint er das vielleicht. Vielleicht gibt es im Auto Radio? Oder was meinen die? Keine Ahnung. So, jetzt will ich auf jeden Fall Auto fahren. Auf jeden Fall so einen schnittigen, schnellen, kleinen Sportflitzer. Hoffentlich finden wir einen. Ich lande einfach mal in Pleasant Park oder wie das heißt, da das, wo alle sofort. Wo man sofort sterben kann, hier immer. Nee. Wir gucken mal, ob wir von oben Auto sehen, hier einfach mal nicht sofort am Anfang. Ich habe mich nicht beim Busfahrer bedankt. Ja, der wird bestimmt sauer sein. So, ich sehe da kein Auto stehen. Außer den Neustadtbus. So, da landen die Irren. Also, da landen die Leute wie Irre. Also, da landen viele jetzt. Ja, vielleicht sind sie auch irre. Also ich wollte eigentlich sagen, da landen die Leute wie irre. Also, wie verrückt viele Leute. Aber irgendwie habe ich mich ein bisschen falsch ausgedrückt. Oh, da, das wäre doch mal ein Ding, oder? Nee, da ist auch so eine Parkkralle dran. Was ist das? Da ist keine Parkkralle dran. So, schön, dass du mitgespielt hast. Schade, dass du wieder gehst. Mit deinem blöden, aufladbaren Gedrisse. Ich hasse die aufladbare Schrotflinte. Echt, es gibt nichts Ätzenderes als die aufladbare Schrotflinte in dem Spiel. Ich glaube, da war keine Parkkralle an dem Weißen da.
Ich glaube, damit können wir jetzt fahren. Am lustigsten wäre natürlich noch hier der Impulswagen. Komm. Ne, der geht nicht. Ah, das sieht gut aus. Ja. Goll. Jetzt gibt's hier endlich mal korrektes Rennen. Ja, voll. Ja, ich meine, ich habe nicht viel Sprit. Gibt auch keinen Boost. Nitro haben wir nicht. Man kann auf jeden Fall Plätze wechseln. 4 Stück. Das ist ja auch schon mal schön. Wenig Treibstoff. Wenn der Treibstoff leer geht. Ich denke, das Benzinkanister oder Zapfsäulen stand da. Wir haben einen Benzinkanister jetzt auch. Benzinkanister aufsammeln. What the? Jetzt? Bin ich, ja, ich bin am Tanken, guck. So, mal schön aufs Auto spritzen, das ganze Zeug hier. Jawoll. Muss schon immer das Auto so vollgetankt werden. Ich bin jetzt schon, dass es dafür eigentlich einen gewissen Einlass gibt, aber voll. Ne? Also ich habe fertig. Ach Manno, jetzt hör mal auf, ey. Guck's dir mal, ich habe mehr Sprit als du. Super. Baumaterial mal wieder nix dabei, ne? Wenigstens ein bisschen von diesen lila Dingern nehmen wir mit. Ich meine, 850 EP sind 850 EP, also. Ne? Oder 3400 EP. Ich meine, das ist ja schon etwas. Wenn man EP-Boost hat, sollte man sich das mitnehmen. So, jetzt fahren wir Ball. Oh, da liegen noch. Komm schnell, Gary. Oh, so, Platz 52, bald ist es soweit. Dann gibt's Überlebende 1. Ne? Ja, da haben wir's. Ja, da ist eine Parkhalle dran. Jetzt komme ich mit Bagger fahren. Ne, Bagger fahren geht nicht. Verstecken geht. Hier geht auch nicht. Aber ihr seht, es gibt Autos, die kann man wirklich gut fahren. Ich nehme natürlich hier jetzt wieder meinen. Ich habe den ja so schön voll getankt. Da fahren wir jetzt noch eine Runde mit. So, komm. Zack, zack, zack. Wieder 100 und weiter geht's. So, ich fahre mal am Strand. Ja, fahren wir mal am Strand. Wir machen mal Urlaub am Strand hier. Kinder packt die Omi ein. Es geht ein bisschen Strand. Der Spruch geht irgendwie anders. Irgendwie so. Ja, ich sehe schon das Meer, Leute. Oh, es geht in den Urlaub. Sommerzeit. Habt ihr alle Mund-Nasen-Schutz dabei? Endlich Urlaub. 40 km/h, das wird ja einen schönen langen Dauer, bis man da ist am Strand. Ich hab mir die Karte an Schwarzen. Vielleicht auch nicht. Aber so, das Auto ist fahren schnell. Wenn die nicht läuft. Jedenfalls Nightwire. Kann man auch stimmen, ja, stimmen wir auch. Wasserfest, können wir ja. Mal gucken, wie wasserfest so ein Auto ist. Das ist natürlich auch mal interessant. Wir sind ja jetzt am Strand angekommen. Jetzt gehen wir sofort, um gar keine große Badehose anzuziehen. Wir fahren im Auto einfach sofort ins Meer und sind mit dem Schmelz im Wasser. Und ja, es fährt vom Wasser. Es fährt wirklich am Wasser. Also in den Reifen ist extra viel Luft drin. Wir haben keinen Boost, aber es bewegt sich langsam voran. Also man kann sogar nicht so lang. Ah, jetzt
haben sie gemerkt. Kaputt. Alle. Das war's. Mal ein schönes Auto. Hat ein bisschen was gebraucht, aber irgendwann ist er vollgelaufen. Und dann war er weg. Mal gucken, ob wir noch einen schönen anderen finden. Ach, ich dachte jetzt bei 25 gibt es wieder Hype, aber wir sind ja gar nicht im Arena-Modus. Oh, schade, langweilig. Ich finde jetzt den Modus gar nicht mehr so interessant. Also dieser Modus ist eigentlich nur so zum Rumlatschen. Ich finde echt besser, wenn man den Arena-Modus spielt. Da hat man wenigstens so ein bisschen Ehrgeiz, was zu schaffen. Hier geht es ja nur um den Fallschirm am Ende, dieses Epische zu machen. Okay, hier spielen auch schlechtere Spieler, das ist natürlich das Gute. Dann kann man sich auch sicher sein, man kommt auch mal zu ein paar Kills oder so. Im Anwärtermodus ist es natürlich schon so, dass die Spieler nicht mehr ganz so noobig sind. Ja, muss man sich ein bisschen mehr anstrengen oder ein bisschen mehr verstecken, eins von beiden. Okay. Und ich könnte jetzt ein bisschen mehr schöne Waffen gebrauchen. Brauche ich erstmal keinen mehr. Hey, ich habe Sturmphasen überlebt. Kriege ich noch die 75 geknackt heute? Na komm. Ein Level geht doch noch, oder? In der letzten Runde von heute würde ich schon noch gerne die 75 knacken. Müssen mal gucken, was können wir da noch so gebrauchen? Ja, nichts mehr, ne? Groß. Mit der MP irgendwas killen? Ja, schade. Ein bisschen Material abbauen ist immer gut. Ja, da sind doch noch ein paar Autos. Gucken wir doch mal, wie die so fahren oder ob die so fahren. Er hier fährt. So, das ist nicht egal, das ist nicht. Ey, hier fällt auf. Den wir einen aus. Good old Trucker in America. Nein. Pickup brauchen wir nicht. Ja, wollen wir. Müssen wir nur gucken, ob wir Diesel brauchen oder Benziner. Geht auch. Ey, da fährt der hier. Wie lustig ist das hier. Ich auch so fest. Ich komm hinterher, ich krieg den. Den Truck hau ich ihn weg. Ja, da sind immer noch welche mit Parkkralle. Oh oh, ob der Sprit reicht. Noch in die Tankstelle rein. Komm, 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 das schaffst du. Jawohl. Und roll noch bis zur. Ja. Bis zur Säule. Komm. Baby. Ja. Und. Wir sind an der Säule angekommen. So, jetzt ist die Frage. Nein. Was? Wie? Was? Nein. Nochmal. Ja. Ich krieg meinen Truck wieder aufgefüllt. Daneben steht zwar noch einer. Oh, der ist sogar mit Anhänger. Meint er, das geht auch mit Anhänger? So, den packen wir jetzt mal hier komplett auf 100 voll, du. Was kann ich gut tanken? Ich bin der Tankmeister. Korrekt. Sehr schön. Vor dem Truck. Nee, Anhänger geht nicht. Habt ihr gerade gesehen, aber. Hallo-Mobil. Komm, das müssen wir nur ausprobieren. Das wäre noch was, ne? Hier mit dem Wohnmobil jetzt in der Gegend rumcruisen. Das wäre noch cooler. So. Ein bisschen Leben reinschaufeln noch.
Sehr schön. Ne, die da ist gut. Da läuft mal was schneller. So. Und dann gucken wir nochmal oben, ob es da irgendwas Chilliges zu essen gibt. Ah, was haben wir denn hier? Ja, dann nehmen wir doch den mit, ne? Wie viele Dings hier stehen, wie viele Benzinkanister jetzt hier rumstehen. Also im Anwärtermodus geht das, wie es aussieht, nicht in dem Arena-Modus. Gemacht. Gegen einen lila Schrotflintentypen angefangen, meine blöden Tränke zu werfen. Das ist natürlich auch wieder ganz doof gelaufen. Aber egal. Hat Spaß gemacht. Ah, jetzt sind ja nicht mal in Folge. Tanken. Truck, sondern nimmt seinen eigenen. Oder was mal. So, ich fand's lustig. Jetzt haben wir mal ein bisschen, jedenfalls Platz 11 gemacht, immerhin. Unter die Top 25 habe ich es geschafft. Und die Kinder habe ich auch gemacht. So, und das war's für heute mit Fortnite. Bis jetzt schreibt auch keiner, dass er irgendwas Besonderes sehen will oder an Infos haben möchte, noch irgendwas aus meiner Karriere oder so. Von daher machen wir jetzt auch Schluss. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und jetzt gucken wir uns gleich noch Folge hier auf dem Kanal an. Ich mache jetzt also kurze Pause. Und dann starten wir ein neues Spiel. Ein ganz neues Spiel. Wie Takeshis Castle. Und dann macht's mal gut. Bis demnächst. Bye, bye.